Ja, hallo ihr Lieben, hier ist Christian Schmeier, Paartherapeut, Beziehungscoach, Diplompsychologe. Ja, bevor es heute losgeht, wollte ich mal sagen, es ist schon im Prinzip auf Amazon bestellbar. Das ist so ein Vorserien-Exemplar. Wir machen nochmal so einen offiziellen Release, weil wir müssen ja gerade noch ein paar letzte Dinge klären. Das wird dann auch über meine Website als E-Book erhältlich sein. Aber wie gesagt, ich erzähle das alles nochmal. Ich wollte nur sagen, es ist so eine neue Reihe, so Liebeschip. Mini-Bücher nenne ich das, die sind so ein bisschen dünner, sag ich mal, aber ich habe einfach keinen Bock gehabt, viel drum zu schreiben, einfach ganz konzentriertes Wissen aus meiner Praxis, in diesem Fall halt über Langzeitbeziehungen und genau, nur, dass du schon mal Bescheid wisst und wie gesagt, selbst veröffentlicht, deswegen sieht es ein bisschen anders aus als das vorher und ja, bin gespannt, was ihr denkt und dann gehen wir jetzt aber erstmal in die Mails. Geht so ein bisschen darum, den Partner verantwortlich halten für das, was er sagt. Also ich finde, eine Sache, die mir zumindest immer wichtiger geworden ist im Leben. Und gehen wir mal rein. So, lieber Christian, danke für deinen absolut genialen Content nach wie vor. Ich höre deinen Podcast auf Spotify schon seit 3 Jahren. Ja, ist wahrscheinlich dem einen oder anderen aufgefallen, dass ich da gerade nicht mehr bin auf Spotify. Das hat eigentlich keinen großen Grund, außer dass ich das ja, alles Zeit kostet, das überall einzustellen. Deswegen fokussiere ich mich gerade mal nur auf YouTube. Kann man es ja auch anhören. Weiß nicht, ob ich das mal wieder da einstelle. Ansonsten könnt ihr es halt immer auf YouTube hören, natürlich, logischerweise. Sonst würdest du es ja hier auch nicht hören. Hab 6 Kurse von dir durchgearbeitet, war auf einer deiner tollen Lesungen und habe 3 deiner Bücher sehr genossen. Chapeau für deine Arbeit. Mich treibt aktuell deine Frage um. Weniger aufgrund einer toxisch verlaufenden Beziehung, als vielmehr aufgrund einer Verhaltensweise meiner Partnerin, seit 9 Monaten ein Paar, also die berühmten 200 plus Tage. Beide in den 30 wohnen nicht zusammen. Sie hat ein fast erwachsenes Kind. Es geht konkret um Schuldzuweisung und Kritik. Ja, das ist ja so ein Thema, was sich durch die letzten Kurse zieht und ich glaube heute auch. Das Verstehen, mein Material, und dann 1:1 umsetzen. Ne? Also das Verstehen ist eigentlich nicht so schwierig, weil also mein Material besteht wirklich zum sehr großen Teil aus konzentrierten, gesunden Menschenverstand, den man einfach jenseits von aller, soll ich mal sagen, Irritierung und Prägung der Welt und der Medien, das einfach mal außen vor lässt und dann auf gesunden Menschenverstand steht, geht plus natürlich noch eine Ladung fundierter, ist ja heutzutage nicht mehr so angesagt, aber fundierter Psychologie. naja, Spaß. Und dann, aber das Verstehen ist aber nicht so schwierig, aber dieses konsequent anwenden, ist halt ein bisschen unangenehm manchmal, ne? Aber ist, glaube ich, ein super Beispiel hier. Folgendes Beispiel aus jüngster Vergangenheit. Ein Elternteil von mir wohnt, sagen wir mal, in Timbuktu. Ich sehe jeden selten, weshalb ich nun einmal im Jahr aus bestimmten Gründen hinüberfliege. Ja, logisch. Meine Partnerin möchte mich begleiten, um meinen Elternteil kennenzulernen, wie auch Timbuktu zu sehen. Ich frage, alles schlauerweise bei Textnachrichten, ein Learning für mich, das nächstes Mal mindestens telefonisch vorab zu besprechen. Ja, es gibt auch Gründe für Texting, weil man es dann belegen kann. Da kommen wir gleich noch zu. Ob denn der Teenager mit möchte? Es kommt, in Anführungsstrichen, der Teenager kann mit, wenn alles in der Schule tutti läuft. Sonst nehme ich das auf meine Kappe. Das merken wir uns mal. Die Antwort ist ein bisschen zögerlich. Da jedoch die Flüge teurer werden, sage ich, gut, dann buche ich für uns alle die Flüge. Zurückkommt, liebes Kuss-Smileys. Und ich, schlauer Kopf, werte das als passt. Flüge gebucht, Bestätigung per Mail weitergeleitet, alles offiziell in trockenen Tüchern. Wir haben nun ein paar Tage miteinander verbracht und das auch alles besprochen, alles gut. Nun ein Anruf, einen Tag später. Stellen wir erstmal fest, du warst ja sehr nett, dass du für alle da die Flüge kaufst. Also meine, die Netten unserer Gesellschaft, vor allem wenn man Partner hat, der das, soll ich mal sagen, nicht, dass er nicht auch nett ist, aber der vielleicht, ich sag's mal andersrum, wenn man zu nett ist, ist ja auch Teil von meinen People-Pleaser-Kursen, wirst du absolut übergemörgelt, ne? Ach, ich wollte auch noch mal sagen, das Buch gibt es übrigens auch als Bundle zu meinem Paarkurs. Es gibt ja auch einen Paarkurs, das wissen, glaube ich, viele gar nicht. Aber wie gesagt, das ist teilweise schon eingerichtet auf der Webseite, teilweise noch nicht. Guck da einfach mal vorbei. Also das E-Book gibt es auf jeden Fall auch auf meiner Webseite und eben auch so Bundles mit 1 oder 2 Kursen. Fällt mir gerade ein, weil People Pleaser wollte ich wahrscheinlich auch bundeln. Ja, du bist jetzt so nett, ne? Machst das alles, guck mal hier, willst du das? Ja,
gebucht, mache ich jetzt, okay, ja, hier ist die Bestätigung. Und verhält sich eigentlich sehr nett, ne? Was in unserer Welt manchmal eigentlich wichtig ist, ne? Aber es wird nicht immer belohnt, sagen wir mal so. Und gut, gucken wir mal weiter. Also bis hierhin sehr nettes Verhalten von dir, alles gut, ne? Jetzt kommen wir zu dem Punkt dieser Nachricht. Wir telefonieren abends immer, wenn wir uns nicht sehen. Ein Anruf, sie macht mir einen Vorwurf, alles zu früh und zu schnell gebucht zu haben, ohne auf ein offizielles Okay von ihr zu warten. Das nenne ich Schuldumkehr, sorry, das ist Dreck. Das heißt nicht, dass deine Partnerin ist ein ganz normaler Mensch, ne? Aber das Verhalten ist Dreck. Ne? Das ist, sorry, das regt mich beim Vorlesen so auf, weil ich das so kenne, dass Menschen heutzutage, jeder wird gepampert, jeder wird, wir haben so eine ganze Kultur von Befindlichkeiten, jeder hat immer irgendwie Mental Health und ich weiß nicht was und ich brauche irgendwie 10 Tage frei und ich will nicht arbeiten und 20-Stunden-Woche und kann bitte die Regierung irgendwie alles machen. Und das geht bis ins Private, nicht? Nee, ich habe nicht gesagt, dass du die Flüge buchen sollst. Ich habe nicht gesagt, ich nehme es auf meine Kappe. Ich nehme es auf meine Kappe, wenn der Teenager nicht mitfliegt. Auf meine Kappe. Nee, das habe ich nicht gesagt. Nein, 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 nein. Grün ist rot, blau ist grün. Das ist, wir wohnen gar nicht in Deutschland, wir wohnen in der Antarktis. Wer hat denn gesagt, dass wir in Deutschland wohnen? Ja, das triggert das beim Lesen total, aber nicht, weil es jetzt so schlimm ist, sondern weil ich es kenne, aber es ist natürlich irgendwo schlimm, ne? Weil du kriegst jetzt, sie hat Scheiße geplant, sie hat festgestellt, oh, will ich eigentlich gar nicht, oder mein Teenager hat keinen Bock, dann habe ich auch keinen Bock. Also sie hat ihre Meinung geändert, das ist alles. Und sie gibt dir jetzt die Schuld, ne? Aber das geht häufig einher, wenn man auf der anderen Seite auch zu nett ist, sage ich dir aus jahrelanger Erfahrung. Aber es ist an sich nicht falsch, nett zu sein, ne? Aber ich weiß auch nicht, irgendwie energetisch kommt man häufig mit Leuten zusammen, die nicht so nett sind. Ich weiß auch nicht, was das Universum sich da ausgedacht hat. Aber man kann es ja auch ein bisschen aussuchen, ne? So ist ja nicht. So, also du kriegst jetzt die Schuld, das ist schon mal super. So, Teenager mag nicht mit und mir wird erst jetzt klar, der Teenager wusste noch gar nichts von seinem Glück. Ist das deine Schuld? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ja. Ja. So, also ich mache mir einen Vorwurf, alles so früh und so schnell gebucht zu haben. Ich buche eh immer alles zu schnell. Ich sei schuld, ich soll das in Zukunft lassen. Sorry, das ist Schuldumkehr wie aus dem Lehrbuch. Wirklich, das könnte man direkt so ins Lehrbuch reinmachen. Das ist ein super Beispiel, ne? Das ist da eine Unart von mir. Ja, also dein Freund ist auf jeden Fall, hat kein Problem mit zu nett sein. Das kann man auf jeden Fall schon mal feststellen. Ich halte mich zurück, da ich merke, wenn ich jetzt reagiere, eskaliert die Situation. Ja, dann eskaliert sie eben. Ja, sorry, sie hat einen Fehler gemacht. Ne? Das ist wirklich Abbau von People-Pleaser-Tum und Co-Abhängigkeit zu sagen, sorry, das ist dein fucking Problem, ne? Und hier ist meine Kontoverbindung und zahl mir zumindest den Flug vom Teenager zurück. Du hast gesagt, du übernimmst dafür die Verantwortung. Sorry, ist dein Drecksproblem, nicht mein. Da müsst ihr echt mal den Ball zurückspielen und sagen, sorry, nichts mit zu tun, ne? Dein Problem. Ne? Weil das macht sie jetzt mit dir, ne? Aber es ist nicht, dein Problem, es ist ihr Problem, ne? Sie hat zugesagt, ne? Aber das ist das Gleiche, man hält sich einfach nicht mehr an Wort, es ist alles egal, ich komme irgendwann, komme ich nicht, komme ich dann, ich melde mich, nee, ich melde mich doch nicht, ich melde mich garantiert Donnerstag, nee, ich melde mich nicht Donnerstag. Das ist heutzutage, ich finde es absolute Unart in der Gesellschaft, aber auch das ist nicht dein Problem. Du hast gesagt hier, ich bin also als Selbstständiger auch schon so völlig paranoid, dass ich mal alles, wenn ich mit Leuten irgendwas zu tun habe, immer alles wird immer dokumentiert. Hast du eigentlich gemacht? Du hast ja WhatsApp-Text genannt, ne? Hier, dass du immer sagen kannst, kannst du sagen, du kannst dir, schick dir den Screenshot, du hast ja gesagt. Ich habe hier irgendwas falsch verstanden. Du hast ja gesagt, du hast gesagt, du übernimmst es, wenn der Sohn nicht mit will. Du gesagt, du übernimmst dafür die Verantwortung, dann mach es auch, ne? Oh, das riecht mich richtig auf, ey. So, und ob sie sich dann aufregt, regt sie sich halt auf. Ja, und? Ne? Muss auch nicht immer deeskalieren, ne? Du sollst ja nicht eskalieren, du sagst einfach nur die Wahrheit, ne? Wenn sie dann eskaliert, ist ihr Problem, ne? Aber gut, ist immer leichter gesagt als getan, das verstehe ich schon. So.
Ich rechtfertige mich nicht und weise sie nicht in ihre Schranken. Ne, rechtfertigen musst du dich auch nicht, aber du kannst sie in ihre Schranken weisen. Warum nicht, ne? Denn offensichtlich hatte sie Zoff mit ihrem Teenager und sowieso einen fiesen Tag. Ja, ist das ein konstruktives Verhalten an dem Partner, irgendwie einen reinzudrücken irgendwie? Ich glaube nicht. Ein bisschen unreif, ne? Ich verstunde das Gespräch auf 2 Stunden später. Guter Tipp. Das ist witzigerweise auch in meinem Buch drin. Konflikte verschieben. Das war manchmal ganz gute Taktik, aber 2 Stunden reicht da, glaube ich, nicht. Da ist sie nun wieder zahm. Jedoch keine Entschuldigung dafür, dass ich jetzt auf den Kosten sitzen bleibe. Also ich sag's dir ganz ehrlich, das ist nur meine persönliche Meinung. Das wär für mich schon nach 9 Monaten Sonnendreck. Ganz kurz vor Dealbreaker für mich, sag ich mal. Also das, wenn das nicht, also mich würde das so ärgern, jeden Tag, dass wenn das nicht in Ordnung gebracht würde, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich die Beziehung weiterführen würde, sag ich ganz ehrlich. Also das würde mich so aufregen und also ich glaube, ich weiß nicht, ärgert dich das nicht? Also mich würde das so ärgern und ich wüsste, ich kriege diesen Ärger nicht runtergeschluckt. Ich würde sie das, meinetwegen teilt euch das, ne? Was weiß ich, vielleicht hast du, ich weiß es nicht, also wirkt so, als wenn du ganz klar kommuniziert hättest. Meinetwegen teilt euch das, aber sie damit durchkommen zu lassen, was ist denn nächstes Mal? Wenn sie sagt, oh, ich habe die Pille genommen, ach nee, ich habe sie doch nicht genommen und ja, ist deine Schuld, wenn wir jetzt ein Kind haben und oder ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass Frauen für, vielleicht ein blödes Beispiel für Gefängnisverhütung zuständig sind, kann man natürlich auch machen, aber okay, das hinkt vielleicht, aber was weiß ich, nächstes Mal sagt sie, ich habe die Versicherung bezahlt, habe sie noch nicht bezahlt oder also sie wälzt ihre Probleme auf dich ab und das finde ich nicht in Ordnung und ich habe das immer so gemacht, ich weiß auch im Geschäft machen das viele anders, wenn ich einen Fehler gemacht habe, also wenn ich früher in der Zeit, wo ich Teambuildings gemacht habe, wenn ich falsch berechnet habe, irgendwie mein Teambuilding, dann gehe ich nicht hin und sage, sorry, ich habe es falsch berechnet, der Preis ist jetzt doppelt so hoch, sondern ich sage, hey, das ist mein Pech, ja, ich habe dir mein Wort gegeben, dass das der Preis ist, dann kriegst du es zum Preis und wenn ich falsch kalkuliert habe, ja, es ist mein Problem, so, ne? Aber ich hatte auch mal so Mitarbeiter, die haben dann, was weiß ich, haben mich die engagiert für irgendein Teambuilding und dann sagen die am Schluss, nee, ich habe mich verkalkuliert, ich brauche das Doppelte. Und dann ich, ja, du hast aber gesagt, sorry, du bist ein erwachsener Mensch, musst dich verantwortlich halten, ne? Und also, sorry, ist, ich weiß gar nicht, wo ich mich da jetzt so aufrege, aber ich finde, das geht gar nicht, ne? Echt, wirklich. Ich habe jetzt für mich was draus gelernt, nachfragen, sicher gehen, bevor ich was für 3 buche. Aber was hast du doch gemacht? Oder habe ich es falsch verstanden? Ich weiß es nicht. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, wenn ihr es anders verstanden habt. Ich habe es so verstanden, dass du es gemacht hast. Was sollst du denn noch machen? Sollst du ja einen Vertrag unterschreiben lassen, bevor du da irgendwie... Das ist so eine Larifari-Haltung, ne? Ich übernehme keine Verantwortung für mein Leben. Ist mir alles scheißegal, ne? Sollen doch andere irgendwie meine Fehler ausbügeln. Ich finde das nicht in Ordnung, ne? Das haben wir viel zu viel in der Welt, ne? Jedoch einen schalen Beigeschmack der Situation. Also ich finde nicht nur schal, das ist wie abgestandene saure Gurkenmilch irgendwie. Ich habe drüber geschlafen, bin mir nicht ganz sicher, ob das okay ist, wie das gelaufen ist. Super, dass du fragst. Das ist der erste Schritt, sich hinterfragen. Gerade wenn man so Tendenzen hat, so Pluspol-Tendenzen, ne? Ist das gut gelaufen? Ich glaube nicht. Und da ich sehr im Verlustangstpol stecke, da haben wir das Problem. Wollte ich dich mal fragen, soll ich das nochmal ansprechen? Also ich würde ihr sagen, das ist doch, sie hat dir ihr Wort gegeben. Sie hatte ihr Wort gegeben, dass sie dafür aufkommt. Ja, dann soll sie es machen. Also weißt du, wenn man sich auf das Wort eines Partners nicht verlassen kann, dann kann er dir auch sagen irgendwann, ja, ich gehe mit den Freundinnen aus und ich gehe nicht fremd und komme wieder und ist 5-mal fremdgegangen, weißt du? Wenn du dich auf ein Wort nicht verlassen kannst, dann bist du eigentlich verloren in der Beziehung so, ne? Also klar kann dann, was weiß ich, wir Menschen sind fehlerhaft, aber dann könnte man sich ja entschuldigen, könnte man sagen, boah, ist echt scheiße gelaufen und ich weiß auch nicht, ich bin da echt in einer Not, also kann man ja kommunizieren, ich bin in einer scheiß Situation und gerade ist noch die Miete abgebucht worden, tut mir echt leid, habe ich schlecht kommuniziert, können wir uns das vielleicht teilen, ich glaube nicht, dass du mir eine Mail geschrieben hättest, ne? Oder ist es gut, in so einer Situation ruhig im Sonnen zu bleiben, ohne einen Streit von Zaun zu brechen, du brichst ja keinen, wenn du ganz ruhig sagst, du hast mir dein Wort gegeben. Du hältst dich jetzt dran. Ja, das ist ruhig und besonnen, aber klar, es ist eine klare Grenze. Und wenn sie dann ausrastet, hat sie einen Streit angefangen. Ne?
Denn sie scheint in angespannten Situationen die Schuld auf mich zu projizieren. Na, da wären wir jetzt gar nicht drauf gekommen. Hat sie schon mal gemacht. Mhm. Und sich selbst als unschuldig darzustellen. Das, also da bin ich aber erstaunt. Würde mich wahnsinnig freuen, wenn es diese Meldschaft durchzukommen. Lieben Dank, alles Gute weiterhin. Ja, mach die fucking Kurve. Ja, was denkt ihr dazu? Schreibt es gerne in Kommentare. Freue mich auch über Likes, Superlikes und Kanalmitgliedschaften. Denkt dran, das ist alles kostenloser Content. Unterstützt mich gern. Und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.